Oh Mann. Also Leute, ich kann doch nicht ständig nur Folgen über die Grünen machen. Die interessieren mich eigentlich gar nicht. Halloween ist doch schon vorbei. Aber die Grüne Marie-Louise Beck hat immer noch Angst. Sie glaubt nämlich, dass Russland auch in Deutschland bald die Wahlen manipuliert. So wie das ist, wie jeder weiß, in den USA volle Kanne passiert. Das hat sie nämlich einer völlig unbekannten Online-Zeitung erzählt. Huffington Post. Schaden wollen die Russen dann der CDU. Und wahrscheinlich noch den Grünen selber. Weil die SPD macht ja eine viel zu lasche Politik gegenüber den bösen Russen, sagt die Beck. Also wenn der dicke Gabriel der nächste Bundeskanzler wird, ihr wisst Bescheid, das wart nicht ihr, das war der FSB. Woanders mag die Beck Dicke aber voll gern. Wie den dicken Poroschenko. Um den macht sie sich immer gleich Sorgen, wenn Deutsche und Russen irgendwo miteinander reden. Nicht, dass die irgendwas ausmachen, was nicht gut für eure Medianer wie ihn ist. Also solche Helden der Demokratie. Die Beck kennt sich aus. Sie ist die Europa-Expertin der Grünen. Haben die sonst keinen, der schon mal östlich von Polen war? Oder ist das Thema allgemein zu dreckig für saubere Moralapostel? Was mich aber schon etwas entsetzt, dass Deutschland solche Leute als eigene Vertreter in deutsch-russische Diskussionsbuden schickt. Wie diesen Petersburger Dialog. Die muss ja vor dem Diskutieren dort eigentlich immer erst den Poroschenko anrufen, ob sie reden darf und über was. Nicht, dass der noch was dagegen hat. Und noch was, an all die grünen Alleswisser da draußen, bitte keine Statements zu Russland mehr. Das wäre so schön. Auch wenn es hier anders ausschaut, ich reg mich gar nicht gerne auf. Und wenn dann über Wichtiges wie Krieg oder Krisen. Lieber empfehle ich euch aber sowieso unsere Videos, die ihr unter dem Link findet. Und natürlich abonnieren nicht vergessen. Tschüssi!